Leute, kennt ihr den hier schon? Ich bin der Nigger mit Durek, mein Name Young Air, das Logo, das Sixers-Emblem. Und die denken, die kennen mich wirklich nur, weil sie mich einmal nur ganz kurz im Internet sehen. Das ist Elias. Der ist lange Zeit ziemlich unter dem Radar geflogen. Mit seinem nächsten Feature bei Summer Jam bekommt er jetzt aber vielleicht endlich den Hype, den er verdient hat. Denn Elias ist einfach mega, mega gut. Oh, ich war schon immer Cash wie ein Broker. Lass die Hater hängen, Baby, so wie Sosa. Ching, ching, hey, mein Ziel ist der Notar. Ich bin Big Bang, Status so wie Oprah. Wo der Junge herkommt, warum ihn gerade viele für den besten deutschen Newcomer halten und was er mit Cristiano Ronaldo zu tun hat, das seht ihr jetzt. Hier mal die Fakten. Elias ist 23 Jahre alt und in Kinshasa im Kongo geboren. Er lebt jetzt in Düsseldorf und hat im Juni 2019 sein Mixtape Fly Is Alive veröffentlicht. Geboren in Slums, bin so fly, ich trag nur Air Force Ones. Paper Chaser wie Sean Diddy Combs, oh mein Name Young AI, der fleißte im Land. Auch wenn er noch ziemlich jung ist, macht er schon lange Rap. 2012 rappt er als Teenager über den Beat von Crows Easy und nennt sich dabei Young Sweezy. Young Sweezy führt den Lifestyle, den du niemals verstehst. Frische Keks kommen per Post in einem Lieferpaket. 2013 switcht er dann zu dem Namen Elias Sweez und klingt dabei so ein bisschen wie Savage. Als ich in der Zelle saß, waren die Wände kahl, Gitter vor dem Fenster. Und die Tür noch Stahl. Aus dieser Zeit existiert noch ein Twitter-Kanal, den er wahrscheinlich vergessen hat. Cristiano Ronaldo war anscheinend sein großes Idol. Okay, also erst Young Sweezy, dann Elias Sweez und dann 2017 der große Imagewandel, nur noch Elias. Du willst wissen, was abgeht. Meine neue Bitch ist ein Upgrade. Yeah. Bad Bitch wie Tinashe. Bad Bitch wie Tinashe. Von NRWs Freshester zu Fly Is Alive. Das hat nichts mehr mit Savage zu tun. Das ist moderner Rap-Sound, bisschen wie Playboi Carti oder Migos. In den USA haben ihn auch schon einige auf dem Schirm. I think Elias is my favorite German rap. I think he's my favorite German artist. For real, for real. For real, for real. In Deutschland lässt der Hype aber noch so ein bisschen auf sich warten. Er gilt als ewiges Talent. Viele sagen, er sei der most underrated Rapper Deutschlands. Ihr feiert den ja ziemlich. Sein Feature auf dem Track von Summer Jam könnte seine Rolle im Game jetzt ändern. Endlich. Shopping tour durch Mailand. Wir rocken nur die Designer. Schlange vor dem Gucci-Store, wir nehmen den Hintereingang. Der Part auf Bayram ist ziemlich typisch für Elias. Sein Style in a nutshell. Ey, ich bin nicht Santa Claus, doch ich hab eine Wishlist. Langsam fühlt sich jeder Tag an, so wie Christmas. Bitte nimm das nicht persönlich, das ist Business. T-Pain und die Hoes machen Kiss Kiss. T-Pain und die Hoes machen Kiss ist eine Anspielung auf den Song Kiss Kiss von T-Pain und Chris Brown aus 2007. Das macht Elias ständig. Überall Referenzen auf Tracks aus den 2000ern. In God Is Great, einem anderen Song von ihm, droppt er eine Menge Lines, die sich auf Jay-Z beziehen. Hier direkt auf seine Alben The Blueprint und Magna Carta Holy Grail. Chosen one, bitch, ich komm straight aus den Golden Days. Blueprint, bitch, und Magna Carta Holy Grail. In God Is Great zitiert Elias die ganz Großen. Neben Jay-Z auch Future's Chosen One. Apropos Future, der Song klingt schon ein bisschen nach Mask Off, oder? Mask Off, fuck it, Mask Off. Mask Off, fuck it, Mask Off. Und die hier zitiert er auch. Der Klassiker von The Lox, Money, Power, Respect, ist so um die Jahrtausendwende rausgekommen. Money, Power und Respect, Cash, Money, nur durch Rap. Schon krasses Brett, oder? Was ist denn euer Lieblingssong von Elias? Schreibt's mir mal in die Kommentare. Seine Songs strotzen vor Verweisen auf die Bling-Era. Generell US-Hip-Hop und amerikanische Popkultur. Es gäbe jetzt noch tausende Beispiele, wo er 50 Cent oder P. Diddy zitiert. Passt ja auch total zu seinem Outfit. Jay-Z, Big Pimpin' Rockefeller Days. Trapper Valley, Young Mash, mach die 808. Elias schaut aus wie ein typischer 2000er-Rapper. Wie einer von G-Unit. Der Durek ist so oldschool, der ist so Ja Rule oder Nelly. In Deutschland trauen sich das eher wenige. Elias, der fleißt im Game. Baby, remember the name. Dieses Jahr war es der Pinky, doch nächstes Jahr wird es die Chain. Dazu die ganzen Marken aus dieser Zeit. Rockerwear, natürlich wieder ein Jay-Z-Zitat, der Sean John Pullover, die Avirex-Jacke und natürlich inklusive dem legendären Trikot von Allen Iverson. Die Klamotten damals, das glaubt man ja gar nicht mehr, was wir damals anhatten, oder? Unglaublich! Iverson passt auch perfekt in diesen ganzen Nostalgie-Vibe. Der NBA-Superstar von den Philadelphia 76ers ist scheinbar Elias' großes Idol.
Er trägt in fast jedem Video sein Trikot mit der Nummer 3. Bitch, ich bin am Ballen, bitte check die Shot Clock. 2020 dreh ich Runden in einem Drop-Top. Dazu nennt sich Elias gerne Young AI, also Young Allen Iverson. Neben Iverson kommen in den Texten von Elias noch viele andere US-Sportler vor. Tom Brady, LeBron James, Tiger Woods, Marshawn Lynch oder der ehemalige Bulls-Spieler Scottie Pippen. Ich bin die Einzige, guck dich um, vergiss die Competition. 98, 99, Profis, Scottie Pippen. Wie viele seiner amerikanischen Sporthelden trägt Elias seinen Glauben stark nach außen. Das ist ihm anscheinend sehr wichtig. Jesus im Himmel, Jesus im Himmel, ich weiß genau, mein Weg ist prophezeit. Zusammengefasst, Elias hat einige Versuche gebraucht, um sich als Rapper zu etablieren. Als Young Sweezy oder Elias Sweez hat er viel ausprobiert, aber erst als Elias hat er sich so richtig gefunden. Auch wenn er meistens auf Deutsch rappt, klingt er super amerikanisch und orientiert sich in Sachen Flow, Style und Klamotten stark an den Staaten. Mit einer Zeile wie "Will eine Uhr von Jacob, nicht von Rolex" aus einem Song Shot Clock grenzt er sich ziemlich clever vom Deutschrap ab. Fun Fact, dieser Jacob, der genannt wird, ist Jacob the Jeweler. Damals hatte gefühlt jeder Rapper eine Uhr oder eine Kette von ihm an. I spent over almost $1 million with Jacob over the years. Spent $1 million in jewelry. Yeah, just for homies' chains, all the Black Wall Street chains, my chains, watches. Inhaltlich ist es bei Elias, und da will ich ehrlich sein, manchmal trotzdem so ein bisschen dünn. Viel flexen, representen und so, wenig Storytelling, aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Und manchmal will man eben genau das hören. Fendi, 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 Fendi. Trotzdem, unterstützt von Summer Jam und Casey Rebel, die ihn als Feature-Gast dazugeholt haben, startet er jetzt endlich voll durch. Davon ist sogar Flair überzeugt. Seine Reaktion auf ihn ist deutlich. So muss man gerade rappen, so. Ja. Deswegen für mich als Rapper ist es genau normal, ja, krass. Muss so sein quasi, ne? Ja, Standard. Ja. Ich hör mir nur sowas an. Da macht Flair einen Punkt. Dieser ganze Bling-Era-Vibe könnte jetzt genau richtig sein. Das Durag und die 2000er-Referenzen passen perfekt in die Zeit. Elias ist nämlich nicht der Einzige, der am 2000er-Revival arbeitet. Komm in meine Stadt, ich bring den Vibe back. Lagerfeld, Flow, alles vintage. Ihr macht alle nichts mehr Neues, Codec. Bring den Vibe back. Das Sample für Rins letzte Single, und das wissen wahrscheinlich viele von euch, stammt aus dem Song Dirt Off Your Shoulders von Jay-Z aus 2003. Auch wenn Rin natürlich aus einer ganz anderen Richtung an die Sache rangeht, geht es auch bei ihm darum, Popkultur aus den 2000ern zu recyceln. Wie Shindy und eben auch Elias arbeitet sich der Bietigheim-Bissinger an dem Jahrzehnt ab. Für Elias könnte das also die ideale Zeit sein. Ich würde es ihm gönnen. Ich finde, er ist ein guter Rapper, flowmäßig und technisch. Er hat seinen Hype verdient. Aber was meint ihr? Ist Elias für euch das nächste große Ding? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr weiterhin über die neuesten Musiktrends Bescheid wissen wollt, dann lasst ein Abo da und macht die Glocke an. Und wenn ihr sehen wollt, welcher Newcomer zusammen mit Crow einen der geschmeidigsten Sommerhits des Jahres abgeliefert hat, dann klickt hier auf dieses Video. Ciao, bis nächste Woche.